So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen allgemeinen Marktupdate. Wir schauen uns ein paar Indizes an, wir schauen uns ein paar Forex-Märkte an, Gold und weitere Commodities und starten aber erstmal mit dem Fear and Greed Index und der geht hier gerade Richtung Greed. Klar, wenn wir uns mal anschauen in dieser gesamten Aufspaltung, dann ist es fast schwer neutral zu sein, aber dieser Greed-Faktor, der kommt halt letztendlich daher, dass wir sehen, dass der Markt sich sehr, sehr schnell erholt hat und ganz, ganz viele jetzt diese starke Erholung nach oben auch weiter erwarten. Aber ob das der Fall ist, das müssen wir jetzt mal überprüfen. Wir haben ja im letzten Video, letzte Woche, über dieses Fraktal des S&P 500 gesprochen, der letztendlich so mehr oder weniger dann abgezeichnet hat, dass wir hier diese Seitwärtsphase bekommen und dann eben diesen Downshift, diesen neuen Short-Impuls, der in ein neues Tief ragen sollte. Jetzt konnten wir die neue Woche ebenfalls wieder sehr solide starten, sind auch mit dem aktuellen auf Wochenbasis weiterhin noch ein bisschen weiter nach oben. Dennoch kommen wir jetzt in eine sehr, sehr spannende Zone. Und das ist entsprechend hier diese Widerstandszone, die den Markt vorher auch schon geprägt hat. Schauen wir uns das mal hier an. Wir sehen hier die Dochte nach oben. Wir sehen, dass wir uns hier gerade seitwärts bewegen. Und wenn wir das Ganze mal auf Stundenbasis runterbrechen, dann können wir hier tatsächlich erwarten, dass wir hier den klassischen Move der Price Action bekommen. Nämlich, dass wir uns hier die Price Action letztendlich die Liquidität über den Hochs holen. Möglicherweise über die 4.300 Punkte schwingen und sollten wir aber darüber nicht schließen, sondern nur mit einem Docht nach oben und dem Kerzenschlusskörper unterhalb der 4.300 Punkte landen, dann hat sich eben genau das gebildet, was wir hier auch vermutet haben, nämlich, dass einmal die Liquidität hier oben einmal geklaut wird. Sollten wir aber bullisch in diesem Bereich schließen, sollten wir die 4.300 Punkte Marke durchbrechen und da auch stabil weiter nach oben gehen, dann erwarten wir weiterhin Punkte bis zu den 4.372 und das würde den Gesamtmarkt natürlich deutlich beflügeln. Aber vorerst stehen die Zeichen hier auf etwas Schwäche, denn schauen wir uns das mal an. Klar, diese Trendbewegung nach oben, wie wir sie hier sehen, die hatten wir ab und an mal. Die war dann noch mit so einem zweiten Abwärtsimpuls, mit so einem Doppeltop gespickt, bevor wir dann in die Korrektur gefallen sind. Also auch sowas hier ist zu erwarten, dass wir erstmal uns langsam wieder Richtung 4.100 Punkte Marke zurückbewegen. Deswegen auch hier eher gerade der Short-Vorteil, weil eben dieser Long-Impuls die aktuell vierte Woche im Plus, zwar noch nicht geschlossen, aber drei Wochen im Plus haben wir geschlossen. Die vierte Woche ist gerade in der Mache. Wenn das letztendlich weiterhin anhält, klar, dieser Aufwärtsimpuls, der bringt mit sich, dass hier auch irgendwo langsam aber sicher eine Korrektur Einzug halten sollte. Und das zieht sich entsprechend auch durch den US-30. Hier haben wir diese kleine Ineffizienz, falls der S&P 500 eben zu diesen 4.700 Punkten geht, also der oberen Grenze, die wir eingezeichnet haben, würden wir den US-30 bei den 34.700 Punkten erwarten. Aber wir müssen unbedingt mal schauen, wie verhält sich der Markt hier, wie verhält sich der Markt bei den 34.100 Punkten, weil da haben wir das gleiche Szenario wie im S&P 500. Ja, ein paar Punkte noch nach oben, sollten wir da aber nur die Liquidität abgreifen, würden wir auch hier diesem viel zu starken Aufwärtsimpuls deutlich mehr beimessen, dass wir eher den ersten Bruch bekommen, den Retest mit einer Art Doppeltop und uns dann im Liquiditätsbereich 32,6 wiederfinden. Und dann, ja, dann wird spannend, weil dann sehen wir erst, dass diese dynamische Unterstützung für den gesunden Aufwärtstrend weiter unten ist. Das heißt, wir könnten hier dann tatsächlich so einen weiteren Abwärtsmove bekommen, der sich dann erst so, ich sag mal, mittelfristig wieder erholt oder beispielsweise auch so ein Shortleg wie hier bildet. Ja? Also auch das ist denkbar. Von daher, die Zeichen stehen vorerst erstmal etwas short als long. Kommt auch daher, dass entsprechend der Dollar-Basket wieder etwas stabiler unterwegs ist. Der hat sich jüngst erholt. Wir haben hier sehr, sehr gut getroffen mit unserer Prognose, wenn eben der Markt sich hier nur die Liquidität holt, Entschuldigung, und jetzt aber oberhalb schließt, dass wir den Aufwärtsimpuls bekommen, sind jetzt hier im Szenario, wie wir zum Beispiel auch beim US-30 sind. Und jetzt entscheidet sich, kann der Dollar die Stärke behaupten und diesen Widerstand durchbrechen? Das würde, wenn der Dollar stark wird, dann die Indizes nach unten ziehen. Wenn aber der Dollar nach unten fällt, würde das die Indizes weiter nach oben bringen und dafür haben wir die zweite Grenze auch eingeplant. So sieht es soweit mit dem Dollar und den Indizes aus. Der DAX, der ist noch ein bisschen schwächer unterwegs. Gute Zahlen von Henkel und anderen Schwergewichten aus dem DAX, die konnten relativ gut die Performance hier des Marktes auch abfedern, aber da fehlt der Zug nach oben. Und wenn wir uns das einfach mal vergleichen, im Vergleich zum US-30 sind wir deutlich schwächer noch unterwegs.
Bitcoin quasi als weitere Indikation für die Marktgesundheit, wenn ich das so nennen darf, sehen wir hier, schwächelt schon langsam wieder, haben wir im gesonderten Video drüber gesprochen, aber entsprechend stehen hier gerade sehr, sehr viele Zeichen eher auf Korrektur. Und Gold hat eine ähnliche Rallye gemacht, konnte diese Ineffizienz hier oben schließen, konnte das Tief hier nochmal antesten und wurde von da sehr, sehr stark rejected. Gestern war ein blutroter Tag, Bearish Engulfing, haben damit die Short-Struktur eingeleitet. Wir haben nämlich hier damit letztendlich einmal den Retest perfekt gebildet, haben dann diesen Down-Impuls gebildet, haben dieses Strukturshift gebildet, also aus einem höheren Hoch in ein tieferes Tief gefallen. Und jetzt erwarten wir, dass wir uns akkumulieren, hier den Widerstand bekommen und dann an dieser Preisgrenze 1790 US-Dollar circa dann wieder weiter nach unten fallen und das Tief antesten. Also auch für Gold scheint es hier erstmal short zu gehen. Wo es ebenfalls short ging, ist beim Euro. Der Euro hat nach anfänglicher Erholung wieder ordentlich nachgelassen. Auch hier ist ins Neue oder ist wieder zurück in den Liquiditätsbereich gefallen, konnte sich erholen und hat die Price Action gezeigt, die wir hier auch sehr, sehr häufig auf diesem Kanal ansprechen, hat hier knapp ein tieferes Tief gebildet, fast ein gleichbleibendes Tief, hat aber aktuell bullisch geschlossen. Das Gute, was dem Euro quasi jetzt gerade in der Analyse zugutekommt, ist, das Volumen geht raus. Das Volumen der Tiefs geht raus. Wir haben hier kein allzu großes Volumen geprintet. Das heißt, die Liquidität unter den Tiefs, die Liquidität bei den 99 Cent, müssen wir tatsächlich unter die 1 Dollar gehen, die ist gerade aktuell wohl nicht so groß. Das zeigt zumindest das Volumen. Von daher haben wir selbst nach einem kleinen Impuls, selbst wenn wir hier nochmal Liquidität holen bei den 1 Dollar oder bei der Parität, könnten wir hier aber erwarten, dass wir uns langsam stabilisieren und dann hier nochmal den neuen Bounce bekommen. Also wir würden hier tatsächlich das tiefere Tief erwarten, kleiner Short Trade, bevor wir uns dann aber wieder auf Richtung der neuen Hochs machen, denn wir haben auch hier diesen dynamischen Widerstand, der gerade dem Markt zumindest als dynamische Unterstützung im Turncode ein bisschen Halt liefert, aber wie nachhaltig das ist, können wir erst sehen, wenn eben der Widerstand, der gerade in DXY angetestet wurde, wir erinnern uns, der hier, wenn der Einhalt gewährt und wenn dann wirklich der US-Dollar nach unten fällt, das würde dem Euro gut tun oder News würden dem Euro gut tun, ansonsten sieht das Ganze erstmal relativ bearish aus. Für den australischen Dollar, US-Dollar, ähnliches Spiel, war ein bisschen stärker unterwegs als der Euro, ist aber auch hier weiterhin gefallen. Klar, wir haben hier so eine Retailer-Linie gebrochen und geretestet, haben das neue Hoch gebildet, aber auch hier sehen wir, das Volumen der Hochs geht aus dem Markt. Und das sehen wir gerade in ganz, ganz vielen Märkten. Und das bedeutet in aller Regel keine allzu bullischen Zeichen, ja, auch bei Bitcoin. Immer wenn wir neue Hochs machen mit abflachendem Volumen, spielt das eher in die Karten, dass wir dann tatsächlich eher die Reversal wieder sehen und das würde die Dollarstärke zumindest vorerst befürworten. Wir haben hier diese dynamische Unterstützung, zu der werden wir wahrscheinlich sehr bald kommen, sodass wir bei den 9, also 0,695 circa vielleicht eine Reaktion erwarten mit Akkumulation, zumindest eine kleine Bewegung, aber auch hier würden wir uns eher short stellen, weil die Struktur und der Trend sehr, sehr short ist. Und nur weil das hier so ein Tiefpunkt war, der, ihr wisst es schon durch was, ausgelöst war, heißt das nicht, dass der Markt dieses Tief nochmal antesten kann. Ja, und genauso sieht der New Zealand Dollar US-Dollar auch aus. Also hat hier ein ähnliches Ding geliefert, zu den gleitenden Durchschnitten zurück. Mit diesem Shift, der sich gerade bildet, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir nochmal nach oben gehen, sondern deutlich wahrscheinlicher, dass wir hier diese Retests abholen und dann aber uns weiter in die Strukturrichtung nach unten bewegen. Für den US-Dollar, kanadischen Dollar, der bewegt sich gerade sehr seitwärts, scheint aber zumindest relativ stabil seitwärts unterwegs zu sein. Das würde für uns dann zumindest einen Long Trade in Aussicht stellen, weil wir hier erstmal die tieferen Tiefs abgegrast haben. Wir haben hier einen großen Volumenspike, der rote, der müsste nochmal abgearbeitet werden. Das heißt für uns, wir haben eine mögliche Long-Position tatsächlich erst hier unten. Und aufgrund der Korrelation wissen wir, dass wir, wenn der US-Dollar, kanadische Dollar short geht, wahrscheinlich die Indizes erstmal long gehen. Sei es dahingestellt, das kann man nicht immer sagen, aber zumindest sieht es gerade erstmal noch danach aus. Trotzdem, Price Action technisch gesehen, solide Konsolidierung. Wenn wir uns das mal anschauen langfristig, ist der Aufwärtstakt, ist der Aufwärtstrend noch voll intakt. Das heißt also, im besten Fall würden wir hier irgendwo unser Long Leg vielleicht sogar hier in diesem Bereich suchen. Vielleicht müssen wir ein bisschen offensiver einstellen hier am Konterlevel, aber wir sind auf jeden Fall long gerichtet im US-Dollar, kanadischen Dollar. Ja, und das aber sowas von.
Und der US-Dollar, Schweizer Franken ist quasi inverted mit dem Euro, mehr oder weniger. Erholt sich auch wieder sehr, sehr gut. Hat hier eine Abwärtsstruktur, aber die Tiefs, die werden nicht mehr so krass geformt. Gerade also diese Geschwindigkeit ist erstmal raus. Dynamischer Widerstand, wenn wir den raus haben, Akkumulation und dann kann es hier ein bisschen nach oben gehen. Also der US-Dollar scheint sich wieder zu berappeln. Gucken wir mal an die Miners. GBP, australischer Dollar. GBP hat hier diese Konsolidierungszone verlassen, hat die verloren. Kriegen wir hier die Rejection, dann haben wir wunderbar das mustergültige Beispiel, wo der Markt rejected wird und dann eben unsere Konterbewegung zeigt. Ja, und das sehen wir bei ähnlichen Märkten, bei diesen Miners oder bei den Exotics. GBP eigentlich sehr, sehr schwach überall unterwegs. Der Euro ebenfalls sehr, sehr schwach unterwegs hier. Euro CHF, ja, was das für eine sehr, sehr starke Abwärtskurve hier nimmt. Euro kanadischer Dollar, Euro australischer Dollar, alles wirklich sehr, sehr short. Kanadischer Dollar, Schweizer Franken sieht ähnlich aus wie der US-Dollar, Schweizer Franken. Schweizer Franken war einfach zuletzt ein bisschen stärker, hat der Schweiz sehr, sehr gut getan. Nichtsdestotrotz sieht das Ganze hier erstmal wieder nach einer neuen Dollarstärke aus. Indizes sollten dadurch ein bisschen ins Wackeln kommen und das würde womöglich dann auch Bitcoin erstmal wieder weiter nach unten in den Keller schicken. Soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ja? Ich hoffe, dass dir dieses Video hier ein bisschen was gebracht hat mit der allgemeinen Markteinschätzung. Ich freue mich über Support, freue mich über Feedback. Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.